Jetzt auf OE24TV. Kostenfalle Esoterik. Steckt hinter Energetik fauler Zauber? Fällt die Politik auf Scharlatanerei herein? Und was ist eigentlich wirklich dran an alternativen Methoden? Darüber diskutieren im Studio Johann Gudenus, Beate Meinl-Reisinger, Werner Gruber, Charlie Lechner, Oswald Ritzengruber und Patrick Fischer. Durch die Sendung führt Katrin Lampe. Jetzt Kostenfalle Esoterik. Die große Diskussion. Nur auf OE24TV. Hallo und herzlich willkommen bei OE24TV, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ja, Kostenfalle Esoterik, der Skandal um das Krankenhaus Nord. Darüber wollen wir heute in einer sehr großen Runde diskutieren. Vorab gleich mal einen kurzen Facebook-Post von der Erzdiözese Wien, der mich persönlich sehr belustigt hat, aber der vielleicht ein bisschen das Thema auf den Punkt bringt. Die haben nämlich sinngemäß geschrieben, vielleicht wäre ein einfacher Segen Gottes ein bisschen günstiger gewesen. In diesem Sinne freue ich mich zu begrüßen, Johann Gudenus Club Chef der FPÖ. Herzlich willkommen und danke fürs Zeitnehmen. Beate Meinl-Reisinger, Clubchefin der NEOS. Schön, dass Sie mit dabei sind. Hallo. Starphysiker, darf ich sagen, oder? Werner Gruber. Physiker, ja. Starphysiker. Herr Gruber, schön, dass Sie auch mit dabei sind. Zu meiner Rechten sitzt Patrick Fischer, Wien-Redakteur Österreich. Hallo. Hallo und danke, dass du dir auch Zeit genommen hast für diese spannende Diskussion. Oswald Ritzengruber, Sie sind Experte für Raumenergetik und bin schon sehr gespannt auf Ihren Beitrag. Gut. Und ganz rechts außen freut mich, begrüßen zu dürfen Charlie Lechner, Wirtschaftsbundsprecher Energetik. Schön, dass Sie mit dabei sind. Hallo. Ja, meine Damen und Herren, ich würde sagen, da wir so viele sind, würde ich eingangs jeden um ein kurzes Statement bitten. Vielleicht beginnen wir bei Ihnen, Herr Gudenus. Wie ist denn so die Grundhaltung zu diesem, ja, ich möchte meinen Skandal? Naja, also mir wurden ja Unterlagen zugespielt, die ich auch heute mitgenommen habe. Also die ganzen Pressemeldungen basieren ja auf diesen 5 bis 6 Seiten, die 95.000 Euro gekostet haben. Die Rechnung wurde im Dezember oder Jänner jetzt unlängst gelegt. Und ein Energetiker hat hier anscheinend diverse Maßnahmen vorgenommen, die hier auf wenigen Absätzen beschrieben werden. Und dafür wurden 95.000 Euro ausgegeben seitens des Krankenanstaltenverbundes in Wien. Wir wissen, dass unter 100.000 Euro die Vergaben freihändig und ohne Ausschreibung und ohne Vergabe rechtlicher Grundlagen erfolgen können. Wir wissen auch, dass es noch weitere solche Vergaben gibt. Ich kann Sie auch darauf vorbereiten, dass in den nächsten Wochen auch weitere Sachen auch noch in die Öffentlichkeit kommen und auch in den Untersuchungsausschuss oder die Kommission, die ja eingerichtet wird. Die SPÖ hat hier die Flucht da vorne angetreten. Wir haben ja immer dafür auch gestimmt und dafür sind wir auch eingetreten, dass eine Untersuchungskommission kommen muss. Wir sagten, wir wollen auf den Endbericht des Rechnungshofes bezüglich Krankenhaus Nord warten, den wir auch initiiert haben. Jetzt liegt der Rohbericht vor. Und die Bekanntwerdung dieses kurzen Gutachtens eines Energetikers, der laut Medien nicht einmal einen Gewerbeschein hat, hat dafür gesorgt, dass die SPÖ die Flucht da vorne antritt und der werdende Bürgermeister Ludwig hier mit der Vergangenheit auch aufräumen will. Und, das würde ich gerne nachher ein bisschen im Plenum diskutieren. Wir einen reinen Tisch machen will, aber die Verstrickung ist groß. Frau Reisinger, Meinl Reisinger. Naja, also zunächst muss ich mal sagen, das ist ein Kostenfalle Esoterik. Ich wage mal die Behauptung, dass dieser eine Esoterikfall, diese eine Direktvergabe nicht die alleinige Kostenfalle beim Krankenhaus Nord ist. Es ist schon ein bisschen bezeichnend und auch ein wenig, wie soll man sagen, für die Opposition betrüblich, dass man bei, weiß ich nicht, 100 Millionen Euro Mehrkosten noch niemand schreit, 200 Millionen Euro Mehrkosten noch niemand schreit, 300 Millionen Euro Mehrkosten. Jetzt sind wir wahrscheinlich bei 700 bis 800 Millionen Euro Mehrkosten. 1,5 Milliarden wird dieses Spital kosten. Wir haben immer wieder darauf aufmerksam gemacht, was das schief läuft, immer wieder Kostenpläne, Zeitpläne eingefordert und auch Anfragen gestellt, um da Licht ins Dunkel zu bringen und warten eben auch auf diesen Rechnungshofbericht und dann kommt diese Causa daher und auf einmal ist offensichtlich möglicherweise das der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Soll so sein. Der eigentliche Skandal dahinter ist, dass in dem Rechnungshof-Rohbericht, den ja noch niemand haben darf, aber den alle gelesen haben, schwarz auf weiß steht, dass 78% aller Vergaben
im Wege von Direktvergaben, also das heißt unter diesen 100.000 Euro passiert sind. Und das ist der eigentliche Skandal. Also man hat hier Wettbewerbsbedingungen oder eben nicht Wettbewerbsbedingungen geschaffen, die natürlich nichts anderes zur Folge haben, als dass einfach die Kosten so massiv explodieren. Wenn ich Vergaberegeln mache und dann aber die Direktvergaben unter diesen Schwellen in diesem Ausmaß tätige, wo ich eben keine, und das steht auch im Rechnungshofbericht, keine Regeln innerhalb des KV getroffen wurden, zum Beispiel Vergleichsangebote einzuholen. Also ich meine, wir bei NEOS müssen, wenn wir über 5.000 Euro beauftragen, zwei Vergleichsangebote einholen. Also offensichtlich der KV verstehe, gar nicht. Sind Sie beide von der Position, ist der Skandal der Esoterik, an dem macht sich's irgendwie fest sozusagen, aber der wirkliche Skandal ist der Vergabeskandal. Der wirkliche Skandal sind diese Kostenüberschreitungen, ist der Dilettantismus und ein Milieu, und das sage ich so klar wie es ist, das Freundalwirtschaft und Korruption bedingt. Punkt. Herr Gruber. Wissenschaft oder Esoterik oder wie passt das zusammen oder glaube, gar nicht? Ich glaube, wir müssen die Diskussion in zwei Bereiche aufteilen. Einerseits Krankenhaus Wien Nord, wo ich durchaus sagen muss, da sind einige Fragen, die interessant sind, die man lösen muss. Und das zweite ist der Bereich Esoterik, Okkultismus und Nichtwissenschaftlichkeit. Ich glaube, das sind zwei Diskussionen. Und das ist die Frage, reden wir heute über das Krankenhaus Wien Nord oder reden wir über Energetiker und was die machen. Was für mich ganz interessant ist, dass heute etwas, was nicht wissenschaftlich nachgewiesen ist, wo ich auch, und ich nehme jetzt ein schönes Beispiel von über Vergaberichtlinien, bei uns in der VHS der Stadt Wien, wir haben Esoterik-Richtlinien, wo ganz klar drinnen steht, was, welche Kurse, welche Bedingungen erfüllen muss, damit sie überhaupt stattfinden dürfen. Und wir haben vor 3 Wochen im Planetarium der Stadt Wien komplett neue Technik bekommen, unter anderem einen Teppich. Dieser Teppich, 30.000 Euro gekostet, bla bla bla, also sehr viele Vergabekriterien. Also es war, ich weiß, was das bedeutet. Wir haben auch ab 3.000 Euro müssen wir mehrere Angebote einholen und so weiter. Was für mich das Relevante war, war das, wie dann der den Teppichbund verlegt hat, kommt dann zu und sagt, Herr Gruber, wir haben das verlegt, gefällt Ihnen? Und sage, ja, passt. Und dann kam noch von einer Magistratsabteilung jemand, der überprüft hat, ob das korrekt verlegt worden ist und. Nämlich, ob auch der Auftrag korrekt erfüllt ist. ISO-Zertifikate und. Und das ist für mich etwas, wo ich sage, genau so macht man das, dass man sagt, okay, wir haben das korrekt ausgeschrieben und auch die Leistung wurde erbracht. Für mich ist etwas, und es ist vollkommen egal, aus welchem Bereich etwas kommt, und wir wissen auch in der Psychologie oder in der Psychotherapie, wenn ein Patient zu einem Therapeuten geht, kann ich feststellen, habe ich dem geholfen oder habe ich dem nicht geholfen. Ich muss auch den Patienten daran aufmerksam machen und sagen, schon sehr, ich kann Ihnen nicht helfen und so weiter. Was für mich persönlich, und das ist das Erstaunliche, dass es innerhalb der Stadt Wien oder im KAV irgendjemand gibt, der irgendjemand beauftragt mit irgendetwas, wo man sagen muss, tut mir leid, das ist schlicht und einfach Plunder. Ich kann Sie aber beruhigen, es gibt einen massiven, großen energetischen Ring um die Erde, der Venn-Ellen-Gürtel, und dieser Venn-Ellen-Gürtel beschützt uns massiv vor den Strahlen der Sonne, nämlich vor allem von dem Sonnenwind, und das ist ganz kostenlos, das gibt es wirklich, das kann man messen. Das ist einmal ein beruhigendes Eingangsstatement, Herr Fischer. Wie sehen Sie das, die ganze Causa? Ich glaube, man muss das auch, wie der Herr Gruber gesagt hat, auseinander dividieren in einerseits die absurde Kostenexplosion dort und andererseits den esoterischen Zugang. Zu den Kosten möchte ich noch anmerken, was die Frau Meinl-Reisinger erwähnt hat. Das waren 430 Fälle, glaube ich, in denen direkt vergeben wurde. Da geht es aber nur um knapp 13 Millionen Euro, was jetzt im Verhältnis zur Gesamtsumme von 1,5 Milliarden nicht so tragisch ist. Die Vorgänge sind halt extrem fragwürdig, wenn 430 Mal freihändig und blind vergeben wird. Wenn aus dem dann so dubiose Sachen wie ein energetischer Schutzring rauskommen, wird es halt doppelt fragwürdig. Ich möchte jetzt gar nicht darüber urteilen, ob es Esoterik gibt oder nicht, aber dass man mit staatlichem Geld etwas finanziert, von dem man nicht weiß, ob es da ist im Idealfall, halte ich halt für sehr eigenartig und auch für unbedingt, das muss man kontrollieren und auch in einer EU-Kommission aufklären. Das ist unter Umständen strafrechtlich relevant. Also ich finde, eigenartig ist eine Untertreibung, weil das unter Umständen tatsächlich in Richtung einer Untreue geht. Ja, natürlich. Das ist eine strafrechtlich relevant. 95.000 Euro, das schreit nach Untreue. Das ist schon eine Anzeige. Das würde ich gleich ist in Vorbereitung juristisch. Also wir haben die beiden Statements vom Herrn Lechner und vom Herrn Ritzengruber abwarten. Herr Ritzengruber, Sie als Raumenergetiker. Herr Ritzengruber, Sie als Raumenergetiker, Sie werden natürlich sagen, das hat schon so eine Berechtigung, kann ich mir vorstellen. Ja, erstens einmal, und da bin ich eigentlich bei allen Diskutanten, muss man, glaube ich, die Geschichte einmal trennen, Skandal oder was immer, auch Krankenhaus Nord.
Und dann die Frage, ist Energetik Esoterik oder nicht oder doch oder wir? Die Möglichkeiten, wenn ein Gebäude schon steht, hier dann etwas zu machen, sind schon mal ein bisschen fragwürdig. Also weil für gewöhnlich, also das ist zumindest raumenergetische Praxis oder sollte es sein, kommt der Raumenergetiker hin und da steht nicht einmal nur ein Haus. So fangen Sie mal an. Also kann man eigentlich grundsätzlich Noch dazu kommt es also jetzt speziell auf diesen Standort. Ich kenne ihn persönlich, glaube ich, nur vom Vorbeifahren und damals war noch die Waggonfabrik dort. Ja? Mhm. Und das sagt eigentlich schon alles. Ein Standort, eine ehemalige Fabriksanlage, die sicherlich, da das eine Waggonfabrik war, massive Belastungen für den Boden, für den Standort schon mal verursacht hat, kann man einfach nicht, ja super, wir widmen um und schon steht ein Krankenhaus dort. Also gerade diese fatale Dualität, Industriegelände und dann machen wir einen Ort der Heilung draus. Also Sie sagen, das kann, um die Statement-Runde ein wenig abzukürzen, das kann so eigentlich gar nicht funktionieren von der Praxis. Herr Lechner, wie sehen Sie das? Ganz kurz und knapp, bevor wir in die Diskussion gehen. Ganz kurz und knapp ist es schön für mich, dass ich in dieser Runde jetzt schon feststellen darf, dass nur mehr, und ich sage bewusst nur mehr, zweimal das Wort Energetiker, gar nicht Energetikerin in den Mund genommen wurde. Weil es wird eine Berufsgruppe mit knapp 18.000 Mitgliedern verunglimpft, weil einer etwas angeboten hat, wo ich selber fassungslos bin und jetzt schon eine Woche damit beschäftigt bin, richtig zu stellen, dass dieser Herr Fasching kein Energetiker ist laut Gewerberecht, keinen Gewerbeschein hat und mit unserer Berufsgruppe, so wie er vorgegangen ist, nichts am Hut hat. Er hält sich nicht an Standesregeln, er hält sich nicht an das Berufsbild, ich distanziere mich klar. Und einen Auftrag um 95.000 Euro zu bekommen als Energetiker, also da lacht mein Herz, aber das ist so weit weg von meiner Realität und von meinem Stundenlohn und Beratungshonorar, dass dieser Herr Fasching eine Qualität oder eine Begabung haben muss, die tatsächlich einzigartig zu sein scheint. Mein Wunsch ist es auf den Punkt gebracht, dass wir erklären, dass wenn jemand Scharlatanerie betreibt, dann gibt es viele und in jedem Berufsbild einige. Aber man kann nicht gleich pauschal ein Urteil fällen, die Energetiker, gleichgestellter Esoterik. Wir haben Spielregeln in Österreich, sonst wäre die Energetik dieses Berufsbild nicht in der Kammer. Aber das was man sagen kann, kann, ist, dass es, wie schon kurz angesprochen, tatsächlich eigentlich ein strafrechtlicher mittlerweile geht, ja. Nicht? Und ein Betrugsfall. Da schließe ich mich aber vollkommen an. Nur ein Satz dazu, vollkommen richtig. Ja. Es geht ja überhaupt nicht darum, jetzt den Berufsstand und das Gewerbe des Energetikers oder des Esoterikers in den Schlamm zu ziehen. Da muss man genau den Einzelfall betrachten. Der hat ja nicht mal einen Gewerbeschein. Richtig. Und mir geht es jetzt auch gar nicht um die Esoterik oder Energetik, die ja in dem Fall nicht vorliegt, aber, sondern geht es einfach darum, dass wir im Krankenhaus Nord und beim KV Aufträge vergeben werden, freihändig. Anscheinend der größte Prozentsatz eben der Vergaben laut Rechnungshof waren eben freihändig unter 100.000 Euro. Die Untreue steht im Raum. Eine Anzeige wurde schon gemacht vom Herrn Wetzlinger. Interessanterweise, der Herr Wetzlinger putzt sich aber ab. Der Herr Wetzlinger, wie man weiß, war früher Direktor des Krankenhauses in Klagenfurt, des Landeskrankenhauses Klagenfurt. Und der Wetzlinger hat in seiner Amtszeit dort ein Gutachten in Auftrag geben lassen, 90 Seiten, geomantische Studie LKH Klagenfurt im Rahmen des Um- und Neubaus des Landeskrankenhauses Klagenfurt. Und der Wetzlinger ist derjenige, der sich abputzt und meint, er hat damit nichts zu tun. Wobei in seiner Vita die ganze Zeit nur die emotionalen anthropogenen Felder beim LKH Klagenfurt hat prüfen lassen, die Leylinien, ich weiß nicht, was das ist, vielleicht, ja, Resonanzpunkte und Räume zur angrenzenden Landschaft. Und das ist dieser Herr Wetzlinger, der sich jetzt abputzen will und versucht, sich abzuputzen. Und mein Problem ist bei den Vorgängen in der Gemeinde Wien, wo es viele gute Mitarbeiter gibt, tausende gute Mitarbeiter,
dass politische Entscheidungen getroffen werden und dann, wenn ein Fehler passiert, die Bauernopfer gesucht werden. Das war so bei der Mindestsicherung, die Frau Löschl von der zuständigen Magistratsabteilung, und das ist auch jetzt so im Falle des Krankenhauses dort, wo die Verantwortlichen eher in der höchsten Etage zu finden und zu suchen sind, in der Politik auch und in der Krankenhausleitung. Ich würde gerne eine Ergänzung noch machen. Das Problem ist ja, wie der KAV derzeit auch strukturiert ist, ist er ja nicht völlig ausgegliedert. Das heißt, das ist keine GmbH, die ein Unternehmen ist unter dieser Unternehmensführung und die wird dann auch vielleicht zur Verantwortung gezogen oder nicht, sondern ist ja quasi wie eine Magistratsdienststelle auch untergeordnet mehr oder weniger dem Stadtratsbüro. Das heißt, es gibt hier noch viel mehr als in anderen Bereichen eine politische Verantwortung. Und die politische Verantwortung ist natürlich auf die Frage, wer ist dort in der Führung und vor allem, wie werden dort auch und vor allem Vergabeentscheidungen getroffen. Und noch einmal, das ist der große Skandal dabei, dass ich bei so einem Projekt, wo ich natürlich darauf achten muss, dass es einen Wettbewerb gibt und so der günstigste Preis erzielt wird für so ein Riesenprojekt, eigentlich Regeln mache, die, und das sagt der Rechnungshof ganz klar, darauf abzielen, dass eigentlich kein Wettbewerb stattfindet, wenn ich direkt vergebe. Und da gibt es eine Verantwortung rechtlicher Natur, auch der Führung des KAV, aber jedenfalls auch politischer Natur der zuständigen Stadträte. Und das ist natürlich in Wien besonders dramatisch, dass sich alle eigentlich dort schon verabschiedet haben oder abputzen haben können, weil es ist die Stadträtin Weseli weg, die ist zu Siemens gegangen, auch sehr pikant, wo wir gesagt haben, das geht auch nicht wirklich, wenn ich zuerst eigentlich in einem Geschäftsverhältnis oft gewesen bin, dass ich mich dann zu Siemens verabschiede. Der damalige KV-Generaldirektor Janssen ist weg, auch mit einem durchaus satten Salär noch verabschiedet worden. Und das ist halt so unbefriedigend, dass niemand jemals Verantwortung übernimmt, wenn er etwas verbockt wurde. Und das werden wir mal schauen, ob das in Zukunft anders wird. Gruber, Sie wollten vorhin auch ein Statement dazu abgeben. Was ich noch kurz feststellen wollte, wie gesagt, wir haben die politische Komponente des Krankenhauses Nord, was ich aber sehr dramatisch oder fast genauso wichtig empfinden würde. Sie haben gesprochen von einer Berufsgruppe. Und ich finde es sehr interessant, dass diese Berufsgruppe, und dass Sie sagen, Sie haben da kein Problem mit dieser Berufsgruppe, dass eine Berufsgruppe, Beruf ist für mich dadurch definiert, dass es eine Ausbildung gibt, dass ich eine Prüfung bei dieser Ausbildung mache, dass ich bei dieser Prüfung durchfallen kann. Und wenn ich heute denke, jeder Tischler, jeder Handwerker, der sein Handwerk gelernt hat und da vorhin auch hin und wieder Leute durch, genauso wie jeder, der Matura gemacht hat, hat sich auch jahrelang hinsetzen müssen. Um heute Energetiker zu werden, reicht es vollkommen, dass ich zur Wirtschaftskammer gehe und sage, bitte, ich möchte Energetiker werden. Ich brauche keine Prüfung machen, ich brauche keinen Zertifikationsnachweis machen und kann dann etwas anbieten. Ich habe mir erlaubt, Ihre Webpage gestern noch anzuschauen. Und habe festgestellt, dass Sie auch nichts versprechen. Und das hat einen guten Grund, weil wenn Sie etwas versprechen, gibt es ein wunderbares EU-Gesetz, wo drinnen steht, ich kann das und das, dann muss ich das auch nachweisen können. Und das Schöne ist das, und das Problem ist, es liegt tatsächlich dann am Nachweis. Also Heilversprechen. Heilversprechen oder was auch immer, egal was. Ich war vor kurzem am Hauptbahnhof und siehe dort groß, wir haben das, den besten Leberkäse von Österreich. Und man dachte, hoppala, das wäre jetzt tatsächlich, das muss ich nachweisen. Sterndal und steht wirklich dabei, nach der und der ist genau so und so, wurden wir getestet und wir haben tatsächlich das. Wenn ich das habe, ist alles in Ordnung. Das Problem ist nur, wenn ich ohne Beruf etwas ausüben kann, und es reicht der Gewerbeschein, ich bin erstaunt, dass die Wirtschaftskammer, ich könnte genauso hergehen und sagen, Betrüger, Erpresser, Gauner, Räuber, die könnten auch eine Berufsgruppe bilden, auch dafür brauche ich jetzt nicht eine große Qualifikation, wenngleich auch da muss man einiges können. Und da bin ich erstaunt, dass einerseits aus der Politik hier bisher kein großer Aufschrei gekommen ist, zu sagen, okay, Sie haben. Doch, schon. Also, ich bin schon der Meinung, und das steht ja auch im Gesetz drinnen, das muss alles zweckmäßig, wirtschaftlich und sparsam erfolgen. Und ehrlich gesagt, das ist mir. Und es muss Verzeihung, ein Nachweis sein, dass es funktioniert. Aber ich wollte gerade sagen, relativ egal, ob das jetzt ein Gewerbeschein oder nicht ist, ich halte es schon für ganz wichtig, dass man in solchen Fällen sagt, es gibt einen wissenschaftlichen Nachweis einer Wirkung. Wirkungsorientierung. Jede öffentliche Ausgabe muss eine Wirkung haben. Und wenn ich die Wirkung nicht nachweisen kann, habe ich damit ein Problem. Das muss ich schon einmal sagen. Also, das. Freut mich, das einmal gehört zu haben. Fünf Seiten für 95.000 Euro, das spricht der Bände. Damit das kann schon was klingen, braucht der Nachweis. Ist klar. Wir haben Nachweis müssen, wir, dass unser Teppich so die und die Kriterien erfüllt. Allein die Formulierung ist himmelschreiend. Noch ein Punkt zur
energetischen Ausformung eines Gebietes. Wir wissen ja schon auch eins, dass im Zweiten Weltkrieg dort 8000 Zwangsarbeiter arbeiten mussten. Das mag natürlich eine gewisse Berechtigung sein, da was zu unternehmen vor einem Bau möglicherweise. Trotzdem, ich will das Ganze betrachten aus der Sicht der Berechtigung, solche Aufträge zu vergeben, egal an wen, und ob das Geld wirklich wirtschaftlich und zweckmäßig ausgegeben wird. Und beim Krankenhaus Nord stinkt es. Was macht man mit der Berufsgruppe der Energetiker? Mein Thema ist nicht mein Thema heute. Ja, ich bin hier, ist mir das ehrlich gesagt Vorsicht, da würde ich schon aufpassen. Um die Verantwortung zu klären, wie die SPÖ Wien von Anfang an... Das ist aber eine politische Diskussion und nicht die Aufgabe hier, wenn wir jetzt über Energetik... Wir müssen seit einer kurzen Werbepause besprechen. Die SPÖ das ganze Projekt wirklich in den Sand geführt hat. Wir müssen in eine kurze Werbepause gehen, dann anschließend würde ich auch gerne den Herrn Lechner mal ein kurzes Verteidigungsstatement abgeben lassen. Aber wir gehen jetzt mal vorab, durchaus, in eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran. Ich würde noch aufgeben. Jetzt auf OE24TV. Kostenfalle Esoterik. Steckt hinter Energetik fauler Zauber? Fällt die Politik auf Scharlatanerei herein? Und was ist eigentlich wirklich dran an alternativen Methoden? Darüber diskutieren im Studio Johann Gudenus, Beate Meinl-Reisinger, Werner Gruber, Charlie Lechner, Oswald Ritzengruber und Patrick Fischer. Durch die Sendung führt Katrin Lampe. Jetzt Kostenfalle Esoterik. Die große Diskussion. Nur auf OE24TV. Hallo zurück aus der Werbepause bei OE24TV. Ja, wir diskutieren heute in großer Runde. Ja, über den Skandal, um das Krankenhaus Nord. Wir spannen die Debatte ein bisschen von einer politischen Seite hin zur Richtung der Esoterik. Und lieber Herr Lechner, es kam doch ein kleiner Schuss in Ihre Richtung vom Herrn Gruber bezüglich, ist denn diese Berufsgruppe, hat die überhaupt eine Berechtigung? Wie sieht's aus? Das ist eine spannende Fragestellung, wenn es um 18.000 Persönlichkeiten geht, die sich sehr wohl damit auseinandersetzen. Und man möchte eigentlich eine Kontrollfrage in den Raum stellen. Wenn man sich für eine Führerscheinprüfung anmeldet, die Gebühren dafür bezahlt und dann nichts dafür lernt, dann werde ich wohl die Prüfung nicht bestehen. Also macht es keinen Sinn. Und ich glaube auch nicht, dass in meiner Berufsgruppe jemand die Idee hat, aus Jux und Tollerei, weil heute Freitag ist oder was für ein Wochentag auch immer, einen Gewerbeschein als Humanenergetiker lösen wird oder Humanenergetikerin, um dann wirklich mit Menschen zu arbeiten. Da fehlt die Basis und da fehlt der Hausverstand. Gut, da glaube ich, es geht darum, Geld zu verdienen. Deswegen haben die Herrschaften einen Gewerbeschein. Und das Schöne ist, und damit erhalten sie aber von der Wirtschaftskammer scheinbar die Meinung, wenn es die Wirtschaftskammer ein Zertifikat gibt, und sie haben selber die ganzen Wirtschaftskammer-Zertifikate auf ihrer Webpage, dann ist das öffentlich und die Wirtschaftskammer ist eine Institution, der kann ich vertrauen. Genauso wie der Ärztekammer kann ich vertrauen. Und das Problem ist, wenn es ihr sozusagen damit Werbung macht, die Wirtschaftskammer, es gibt einen Gewerbeschein, das sagt noch nichts darüber aus, und das sagt auch nichts darüber aus, ob 18.000 Personen, 2 Millionen Menschen, deswegen auch die Erde war einmal, hat sehr viele Menschen gegeben, die geglaubt haben, dass die Erde eine Scheibe ist. Deswegen haben sie nicht recht gehabt. Nur weil 18.000 Leute einen Gewerbeschein haben, heißt das nicht, dass die Energetik funktioniert. Gut, bringen Gruber, Sie einen Leistungsnachweis. Herr Gruber. Jetzt darf ich vielleicht einmal ausreden. Ich bin mit der Gesprächskultur in diesen Runden nicht vertraut. Ich lasse mich mal gerne ausreden. Ja. Ich denke erstens einmal, wenn die Scheibe die Diskussionsgrundlage ist, wer hat dazumals wem verbrannt? Diejenigen, die gesagt haben, das ist fix so und das bleibt der Scheibe, weil das ist so. Oder die anderen. Ja, also nur einmal wieder um eine Antwort zu geben in diese Richtung, wobei ich bin da wirklich nicht der Experte, das vermute sind sicher Sie. Es geht bei uns um Hilfestellung einer energetischen, und da ist das Wort schon wieder drinnen, und körperliche Ausgewogenheit. Wir haben ganz klare Vereinbarungen, ganz klare Absprachen, ganz klare Grenzen, was wir tun dürfen und was nicht. Wir selber, und das sage ich Ihnen jetzt ganz klar ins Gesicht, sind die Experten im energetischen Bereich. Und diese Energetik, diese Feinstofflichkeit werden Sie aus der Weltgeschichte nicht rausdiskutieren können und auch nicht abschaffen können. Ich gebe aber Ihnen sehr wohl recht, wenn es um öffentliche Vergabe geht, wenn es um 95.000 Euro geht, dann muss ja wohl auch ein Nachweis her, dass die Funktionalität gegeben ist oder eine ganz klare Absprache sein, was will ich da für ein Ergebnis erreichen. Wir müssen da mal auch lernen zu trennen zwischen Raumenergetik und Humanenergetik. Ja, deshalb habe ich da meinen Experten in der Raumenergetik. Nein, von der Absprache her, Anbotstellung beim Krankenhaus Nord,
ist gegangen um Raumenergetik. Na gut, die Raumenergetik ist offenbar vorher, die andere Energetik kann man immer machen. So jetzt ist das, das vielleicht definiert, das würde mich jetzt echt interessieren, was ist der Unterschied? Ein Punkt muss ich schon auch sagen, ich meine, es ist halt schon auch das Thema da der Wirtschaftskammer. Es ist mir schon völlig klar, dass die Wirtschaftskammer sich Pflichtmitgliedschaft auch immer freut über Mitglieder, die es halt auch dann zwangsweise ihre Beiträge zahlen müssen. Aber ich habe letztlich gesehen und das auch oft dann auf Twitter diskutiert worden, dass auch die Wirtschaftskammer offensichtlich einen Astrologen-Kongress oder irgendwas abgehalten hat. Und das ist schon schwierig, eine Institution, die in der Verfassung steht, die zwangsweise alle Wirtschaftstreibenden vertritt, sollte schon meines Erachtens nach ein wenig darauf achten, was sie damit auch für eine Wirkung erzeugt, nämlich zu sagen, okay, also das hat wirklich eine Grundlage und das halte ich für schwierig. Und es ist in Wahrheit, wir wissen, was das für ein fetter Apparat ist und wenn es immer nur darum geht, dass die Wirtschaftskammer gut geht, dann habe ich damit ein Problem. Nein, mit jeder dieser Vorwürfe bestätigt sie, dass es wichtig ist, dass auch Humanenergetik in der Wirtschaftskammer drinnen ist und vertreten wird. Weil ich möchte jetzt nicht einen normalen Einzelunternehmer wollen sehen. Wollen Sie nicht die Befreiung Reihe, für Humanenergie? Nein, danke. Wir wissen, dass wir dort gut aufgehoben sind. Ich würde auch gerne ausreden dürfen, dass wir dort gut aufgehoben sind und die besten Absprachen leisten können mit gebundenen Gewerbe wie Lebens- und Sozialberater, mit Psychotherapeuten, mit der Ärztekammer und so weiter. Wir kennen unsere Grenzen. Sie werden bei mir kein Heilversprechen oder sonst irgendwas finden und auch bei qualifizierten Energetikern kein Heilversprechen finden. Wir halten uns an den Spielball, an den Freiraum, den wir haben. Schwarze Schafe gibt es überall, das schließe ich nicht aus. Ja? Und es gibt nicht nur das freie Gewerbe der Humanenergetik, sondern vor allen Dingen in der Politik sind PR-Berater sehr gefragt und die brauchen auch keine Legitimation. Das ist ein freies Gewerbe, bleibt freies Gewerbe, ich oder? Ich bin schon der Meinung, dass wir beim Gewerberecht ein bisschen zu überschießend sind, weil ehrlich gesagt das meiner Meinung nach geregelt gehört, wo wirklich eine Gefahr für Leib und Leben besteht. Und wir haben eine Reihe von Gewerben, die reglementiert sind, wo ehrlich gesagt das jetzt nicht so massiv gegeben ist. Ja? Also da könnte man schon auch hier mehr machen, aber das ist eine andere Diskussion, wird ja oft diskutiert, die Gewerbeordnung. Und alles, was neu daherkommt, wird irgendwie, sagt man, da braucht man jetzt ein Gewerbe dafür. Das ist halt die Logik von Institutionen, die sagen, alle zu uns, zahlen ja auch alle Beitrag. Ich glaube, das große Problem ist, wie die, und da spielt die Esoterik und die politische Komponente wieder zusammen, wie sehr dieses Thema die Gesellschaft durchzieht insgesamt. Weil nur wenn man einen Gewerbeschein hat, heißt das ja noch nicht, dass man einen Beruf ausübt. Ja? Ich will auch nicht sagen, dass das nicht stimmt, was Sie erzählen, aber es ist der Nachweis nicht möglich, dass es stimmt. Über den könnte der Herr Fasching auch stolpern, weil er wird schwer belegen können, dass er eine Leistung erbracht hat für das Geld. Und dann gibt es aus Ihrer Partei, glaube ich, der Herr Strache war mal bei einer Kartenleserin, das wird es in allen Parteien geben, wo sowas vorkommt, die Menschen... Aber das gibt es von der Politik, von der Politik ins Private, die Leute machen, kaufen Homöopathie, die Leute gehen zu Energetikern. Aber dass dieses gesamtgesellschaftliche Ding, dass die Leute auf sowas vertrauen und dafür Geld ausgeben, irgendwann Sphären erreicht, wo politisch Verantwortliche dessen blind und Direktvergaben auch ausgeben, bringt natürlich eine ganz andere Komponente rein. Aber das Problem, glaube ich, zieht sich durch die gesamte Gesellschaft, dass die Leute für Humbug sehr viel Geld ausgeben. Das ist ein hunderte Millionen Euro Geschäft. Also der Skandal ums Krankenhaus Nord wäre wahrscheinlich schon genauso eklatant, keine Frage, aber hochgekocht und wirklich medienwirksam ist er durch die Energetik-Debatte geworden. Herr Gruber. Vielleicht ein wichtiger Punkt, und ich gebe vollkommen recht. Wo der Herr Strache hingeht und sich beraten lässt, das ist seine persönliche Entscheidung, das ist mir ganz wichtig. Wir haben in Österreich Glaubensfreiheit und für diese Glaubensfreiheit bin ich bereit, auch mit der Waffe aufzutreten. Aber ganz wichtig ist, der die Heilsversprechungen macht, diesen Personen, wenn die Dinge sagen, die sie nicht halten können, wenn diese Personen Abhängigkeiten schaffen, und das passiert leider im Psychologischen, sie wissen, dass sie per Gesetz verpflichtet sind, jede Person, die zu ihnen kommt und ihre Dienstleistung in Kraft nimmt, müssen sie darauf hinweisen, dass es ein nicht wissenschaftliches Verfahren ist, das nicht anerkannt ist. Das sieht das Gesetz vor. Das Problem ist nur, das passiert leider nicht immer. Ich habe mit vielen Personen gesprochen, die gesagt haben, ja, ich war dort. Astrologen machen das nicht. Es geht sogar so weit, dass sie sogar als Arzt, wenn sie homöopathische Mittel verschreiben, sind sie genau dazu verpflichtet. Was mich jetzt noch interessieren würde, Sie haben gesagt, von Absprachen, das ging so schön, dass das ein Gesetz ist. Wer hat diese Absprachen geschaffen? Wodurch kommt es zu diesen Absprachen, von denen Sie gerade gesprochen haben? Vorher noch, aufgrund des Vorwurfs, den Sie gebracht haben, dass wir nicht wissenschaftlich und nicht aufklären. Es gibt eindeutig auf der Website der Wirtschaftskammer und auch bei mir und bei jedem qualifizierten Energetiker
den Klientenbogen, die Klientenaufklärung. Wenn Sie das durchlesen als Klient, werden Sie feststellen, dass Sie darauf hingewiesen werden, dass wir ausschließlich im energetischen Bereich arbeiten, dass wir keine Heilsversprechen machen, dass wir nicht an einem kranken Menschen arbeiten oder an Krankheitssymptomen arbeiten, sondern in dem Bereich, in dem wir uns zu Hause fühlen, weil unser Weltbild uns erlaubt zu behaupten, es gibt Energie, es gibt Aura oder wie auch immer Sie es nennen wollen, Astralkörper oder was auch immer. Und diese Geschichte, dass es das gibt, das Nicht-Erwiesene, ist mindestens genauso alt wie die Geschichte, was es alles gibt an Sachen Materie. Ich glaube, so wie der Tenor ist, der Markt, das Bedürfnis der Österreicher ist da. Und ich bin selber leider so pragmatisch, das gestehe ich ein, dass ich sage, wenn ein Klient zu mir kommt und ich sehe, was für Befindlichkeiten er hat, was für Glücksmomente oder eben leider nicht, schmerzverzerrtes Gesicht, und ich sehe dann, wie er rausgeht, mit einem Lächeln im Gesicht, dann habe ich mein persönliches Ziel erreicht. Und dass ich dann tatsächlich jemanden erklären müsste, warum, weswegen, das ist dann für mich sekundär. Es funktioniert, auch wenn man nicht daran glaubt. Das ist meine Überzeugung. Das Lächeln ist Ihnen vergangen, nehme ich an, in dieser Debatte. Also nein, also überhaupt nicht. Wieder ein bisschen den politischen Bogen. Es ist sehr interessant alles. Ich bin aber jetzt nicht gekommen, um jetzt die Rechtmäßigkeit der Esoterik zu klären oder nicht, sondern mir geht es um... Ist ja was Thema. Ja, hat mir schon gesagt. Ja, mir hat gesagt, das ist Krankenhaus Nord in Bezug auf den Fall dieses Auftrags. Aber es ist ja, ist ja kein Problem. Es ist ja kein Problem. Jeder kann sich zu Wort melden, jeder kann zu Wort kommen. Darum und ich werde... Ich Ihnen gerade genau, danke. Und deswegen werde ich meinen Beitrag einfach liefern, warum ich gekommen bin. Also dieser sogenannte Esoterik-Skandal, der ein Skandal ist, ja. Vielleicht ein Esoterik-Skandal. Wie auch immer, das ist jetzt Ihre Debatte, nicht meine. Es ist ein Skandal, das Geld für sowas auszugeben. Freihändig haben wir alle schon besprochen. Ich wollte zum meinem ursprünglichen Thema zurück. Ich glaube, dass insgesamt eben beim Krankenhaus Nord, und das krankt ja schon seit 2008, 2009, 2013 wurde schon ein Baustopp verhängt und dann hat man sich entschlossen, wieder weiterzubauen. Die Kosten explodieren und hier sind politisch Verantwortliche am Werk. Die Frau Wessely hat sich schon verabschiedet zum Gut Eiderbichl der SPÖ namens Siemens. Die Frau Frauenberger wird wahrscheinlich bald folgen, weil der Druck steigen wird. Und wir pochen eben auf diese gemeinderätliche U-Kommission, die auch jetzt bald kommen wird. Und auch strafrechtliche Konsequenzen muss es natürlich geben. Meiner Meinung nach wäre es vielleicht nicht so schlecht, keine Frage, meiner Meinung nach wäre es vielleicht sogar gescheit, dass die rot-grüne Stadtregierung einmal einen energetischen Berater hat, weil was hier stattfindet, ist... Energetische Beratung ist, für vernünftig. Nein, noch einmal. Entschuldigung, das war ein Aufklick. Wenn der gesagt hat, es gibt so viele böse Geister anscheinend, die hier am Werk sind, und es kann nicht sein, dass vor allem im Gesundheitswesen so viel Scharlatanerie betrieben wird, auch politisch, und da muss Aufklärung her. Der Herr Wimmer, der Architekt, der beauftragt wurde, hat mit Krankenhausbau nichts am Hut. Und ich gehe mal davon aus, dass jeder mit freiem Auge erkennt, dass Krankenhausbau wahrscheinlich eine der kompliziertesten Richtungen in der Architektur ist. Der Wimmer hat den Zuschlag bekommen, weil er ein persönlicher Freund ist von SPÖ-Granten. Es sind auch Verwandte von Herrn Wimmer im Rathaus tätig, in einigen Magistratsdienststellen. Auch das ist sehr interessant. Also gibt es hier auch Verflechtungen. Der Zweitgereihte, der den Zuschlag nicht bekommen hat, aber ein Profi im Krankenhausbau eben weltweit ist, der wurde dann seit 2013 hinzugezogen, weil Herr Wimmer und alles rundherum versagt hat. Auch sehr interessant. Die Fehler liegen schon vorher und wir haben jetzt eine Kostenexplosion auf eben 1,5 Milliarden und wahrscheinlich auch mehr. Und ich sage, das ist einer der größten Skandale, die es in Wien je gab. Also eine Reihe des Versagens, kann man sagen. Das ist eine ganz Reihe wichtig. Des Versagens, wo man vielleicht am Ende des Tages wieder einen Energetiker brauchen wird. In diesem Sinne gehen wir in eine kurze Werbepause, um uns energetisch aufzuladen. Nein, Spaß beiseite, bleiben Sie dran, bis gleich. Jetzt auf OE24TV. Kostenfalle Esoterik. Steckt hinter Energetik fauler Zauber? Fällt die Politik auf Scharlatanerei herein? Und was ist eigentlich wirklich dran an alternativen Methoden? Darüber diskutieren im Studio Johann Gudenus, Beate Meinl-Reisinger, Werner Gruber, Charlie Lechner, Oswald Ritzengruber und Patrick Fischer. Durch die Sendung führt Katrin Lampe. Jetzt Kostenfalle Esoterik. Die große Diskussion. Nur auf OE24 TV.
So, da sind wir wieder zurück aus der Werbepause bei OE24TV. Ja, und ich kann Ihnen sagen, liebe Zuseher und Zuseherinnen, auch in der Werbepause ist hier einiges, ich möchte nicht schon wieder sagen, energetisch im Unreinen, aber so ist es. Lieber Herr Lechner, Sie wollten noch Bezug nehmen auf ein Statement bezüglich der Astrologen. Ja, wir haben jetzt eine weitere Berufsgruppe im Raum, Astrologen. Das Schöne ist, auch die vertrete ich. Ja. Es gibt also in dieser... Herr Gruber, bitte. Nein, ich sage gar nichts. Wir sind ja noch in der Wertschätzung zu Hause, denke ich. Ja. Und auch da geht es wieder darum, wir wollen doch nicht in der Astrologie jemanden dazu zwingen, dass die Deutung der Sterne verpflichtend ist. Es ist eine Hilfestellung, eine Orientierung. Nein, wir wollen nicht, dass Nein heißt Nein. Ja, es ist eine Hilfestellung, eine Orientierung und auch die Astrologie ist viel älter. Ich glaube, die Debatte schweift jetzt wirklich ein bisschen zu stark an. Das Problem ist nur, dass wir darüber sprechen. Die Astrologen interpretieren nicht die Sternstellung, sondern die Planeten. Das ist einmal das Erste. Das war das Thema der Fachkompetenz. Dankeschön. Entschuldigen Sie vielmals. Erratis ist das, wenn jemand spricht, der Sterndeuter. Nein, er interessiert sich, wo stehen die Planeten. Das Zweite ist, nur wenn ich einen Gewerbeschein habe, es gibt tausende Studien, die zeigen, dass die Astrologie nicht funktioniert. Und darauf hätte ich auch noch ganz einen wichtigen Punkt anbringen, wenn man sagt, wenn jemand privat zum Astrologen geht und so weiter, kein Problem. Nur wir haben Menschen, die haben wenig Geld, die sagen, ich weiß nicht mehr ein und aus, wie es morgen weitergeht, ich verliere die Arbeit, habe Freunde verloren, was auch immer. Und die gehen dann zur Astrologin oder Astrologen, die gehen zum Energetiker und sagen, bitte, ich brauche Hilfe. Diese Personen brauchen tatsächlich Hilfe, aber denen muss ich jetzt dadurch helfen, nicht, dass ich einer, weil wenn jemand zum Astrologen geht, dann wird er mir zwar irgendwas Hübsches sagen über die Planetenkonstellation, aber er ist nicht berufen dazu, hier Menschen zu beraten. Dafür gibt es einen Sozialberater, eine ganz wichtige Funktion, und ich bin froh, dass wir diesen Beruf haben. Da gibt es auch eine Ausbildung und eine Prüfung dazu. Würfe Energetiker haben die Berufsprüfung nicht bestanden im letzten Jahr. Da haben Sie ja vollkommen recht, und das ist ja die Herausforderung, die wir haben. Es gibt leider diese Berufsprüfung nicht, sondern ich muss aus Eigenverantwortung mit Zertifikaten und Diplomen, die man sehr wohl bekommt, wenn man Ausbildungen macht. Das heißt, die Wirtschaftskammer braucht bei Beitragszahler, darum geht's. Ja, das ist es. Mein Respekt ist es, dass ich dann, wenn jemand von Ihnen das Wort erhebt, sofort ruhig bin, weil so habe ich es gelernt. Ja, aber ich würde schon gerne mal einen Satz fertig aussprechen dürfen. Danke. Ich glaube, dass das sicherlich die Herausforderung ist, die ich eingestehe. Andererseits sage ich wieder, die Eigenverantwortung des mündigen Bürgers auf beiden Seiten, in der Energetik und als Konsument, muss Bestand bleiben. Ich habe mir gestern die Diskussionen angeschaut, aber das würde wieder abschweifen über das Rauchen und Nichtrauchen, ja, was man da für Schäden verursachen und so weiter und so fort. Ich glaube, Sie werden, Urgeschichte Krankenhaus, zweite Geschichte Energetik, Sie werden es alle nicht schaffen, wir werden es alle nicht schaffen, dass wir uns runterbrechen auf eine rationelle, herzlose, wissenschaftliche, erwiesene Daseinswelt, wo alles andere ausgeschlossen wird. Wenn es das geben würde in Österreich, bin ich der Erste, der auswandert. Darf ich da ganz kurz etwas einhaken? Ich bin auch der Meinung, grundsätzlich Eigenverantwortung und jeder soll machen, was er will, aber es muss ja meiner Meinung nach die Wirtschaftskammer nicht mitspielen und eben genau Beitragszahler haben. Aber ich habe ja ein bisschen weitergehend jetzt diese Diskussion ja auch beim Thema Impfen, wo ich schon das Gefühl habe, dass wir eine gewisse sozusagen Wissenschaftsfeindlichkeit im Vormarsch haben, und das sagen ja auch die Zahlen. Jetzt ist es aber beim Thema Impfen so, also vereinfacht gesagt, bei einer Zeckenschutzimpfung geht es nur um sie selber, ob sie sich jetzt impfen lassen oder nicht, aber es gibt hochansteckende Krankheiten wie Masern oder Keuchhusten, wo es wir eine gewisse Durchimpfungsrate in der Bevölkerung brauchen, um diesen sogenannten Herdenschutz zu gewährleisten. Mhm. So, das heißt, dass die zum Beispiel Säuglinge oder immunschwache Personen, die nicht geimpft werden können, auch geschützt davor sind, diese Krankheit zu bekommen, die potenziell tödlich endet. Und es gibt in Europa Todesfälle. Und da hat jede öffentliche Institution, hat meiner Meinung nach auch die Politik, die Verantwortung, wirklich entschieden gegen diesen Vormarsch der Unwissenschaftlichkeit sozusagen dagegen zu halten, weil es potenziell Menschenleben bedroht und weil es nicht sein kann, dass wir auf einmal wieder Krankheiten haben, die ausgerottet waren. Ich meine, das muss man sich einmal vorstellen. Wir hatten eine Aufklärung, wo sozusagen die Wissenschaft durchgebrochen ist quasi und hatte die Dunkelheit der Erde des reinen Glaubens durchbrochen, und wir haben damit unendlich viel erreicht, gerade im Gesundheitsbereich. Wir haben Krankheiten ausgerottet, die da waren. Und auf einmal, es soll ja grundsätzlich jeder machen, was er will, aber in dem Bereich ist es eben nicht nur so, dass ich nur nicht
das ist nicht nur meine eigene Freiheit, sondern eben auch die Freiheit des anderen, die ich damit potenziell beeinträchtige, wenn ich eben nicht diese Durchimpfungsrate habe. Sie sehen, ich bin da sehr leidenschaftlich, weil es mich wirklich, weil ich wirklich Sorge habe und weil es um Menschenleben geht und weil ich... Ja, und ja, Sie sehen, habt da eine relative Leidenschaft. Ich glaube, die Politik ist da auch ein bisschen gefordert, wieder Rationalität ins Leben zu bringen. Das ist ja bei Staatsverweigerern und Impfgegnern und so weiter. Die Leute haben irrsinnig viele Probleme, die sie eigentlich nicht haben, und suchen sich Lösungen, die es eigentlich nicht gibt. Ja. Was mich aber sehr interessieren wird, an Sie zwei gerichtet eigentlich, jetzt hat das die SPÖ aus neutraler Sicht relativ elegant gelöst und die Not zur Tugend gemacht mit dem U-Ausschuss. Aber glauben Sie daran, dass da was rauskommt oder dass Sie da tatsächlich konstruktiv mitarbeiten? Das war eine Flucht nach vorne, die aus der Sicht von Herrn Ludwig vollkommen logisch war. Ja? Er wird jetzt bald am 24. Mai zum Bürgermeister gewählt im Gemeinderat. Also ich gehe davon aus, er wird die Mehrheit knapp bekommen. Ist so. Und natürlich muss er jetzt reinen Tisch machen und alles, was geschehen ist, auch durchforsten und untersuchen, weil sonst ihm das Ganze auch anhaftet und er da mitverantwortlich ist, wenn er das nicht tut. Wir werden auf jeden Fall als Freiheitliche, und wir haben schon genügend Unterlagen, Informationen und Stoff sozusagen gesammelt, diesen U-Ausschuss, die U-Kommission heißt sie, in Wien nützen, um hier Licht ins Dunkel zu bringen. Wir werden Zeugenladungen verlangen, wir werden die richtigen Fragen stellen, wir werden nachbohren. Das sind nicht die einzigen Unterlagen, die mir hier vorliegen, da wird es noch mehr geben, die in der U-Kommission vorgelegt werden. Eins stimmt schon, hier geht es um die politische Verantwortung. Das heißt, strafrechtlich, dafür sind Staatsanwaltschaft und Gerichte zuständig. Hier geht es um die politische Verantwortung und man wird sehen, das ist das, was wir bisher sehen, dass die politische Verantwortung natürlich ganz klar bei den zuständigen Stadträten bis hin zum Bürgermeister vorhanden ist, der eben nicht im richtigen Moment die Notbremse gezogen hat, wo ein Freund von ihm den Architektenzuschlag bekommen hat, obwohl es bessere gab, die weltweite Erfahrung haben und sich hier von Anfang an ein Faden von Fehlern und Ungereimtheiten durchzieht, bis hin, dass der KV selbst Bauherr gespielt hat und Generalunternehmer. Das also ist ja alles unglaublich und da muss Licht ins Dunkel. Was machen wir? Also ich würde gerne dazu noch etwas ergänzen, sagen wir mal so. Also es ist bizarr. Ja, Rot-Grün, eigentlich ist es eine Bankrotterklärung zu sagen, wir haben das so versemmelt, ja, und jetzt müssen wir es untersuchen. Eigentlich in einer lebendigen Demokratie, die auch Verantwortung trägt, könnte man auch sagen, okay, wir müssen neu wählen lassen, weil eigentlich trägt die gesamte Stadtregierung Verantwortung, das muss man schon einmal klar sagen. Aber okay, soll so sein, die setzen das ein, aber es ist deshalb die Gefahr einer Farce gegeben, weil ja die Regeln, und ich finde das schön, wenn die FPÖ ankündigt, wen sie alle laden wird, die FPÖ weiß ganz genau, dass grundsätzlich Rot-Grün alles verhindern kann in diesem Untersuchungsausschuss, Untersuchungskommission, weil eben die Regeln in Wien so sind, wie sie sind, dass im Prinzip die Mehrheit alles entscheidet. Deshalb habe ich auch gesagt, okay, ich gehe da selber rein, weil es geht in hier um Kontrolle und es geht bedauerlicherweise nicht, und das ist der große Punkt, den wir noch gar nicht diskutiert haben, um die Frage der Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung der Stadt. Das muss man nämlich mal klar sagen, dass neben den reinen Baukostenüberschreitungen, die natürlich schon ein Wahnsinn sind, weil allein das, was das mehr kostet, könnte man das Wilhelminenspital sanieren, was dringend saniert gehört, ja auch massive Auswirkungen durch die Verzögerungen gegeben sind auf die Gesundheitsversorgung der Stadt. Sie müssen sich das so vorstellen. Man hat gesagt, das hätte schon vor 3 Jahren aufsperren sollen, und man hat immer wieder Abteilungen gesagt, ihr werdet dann übersiedeln. Das heißt, in diesen Abteilungen ist teilweise auch nichts mehr geschehen, auch in puncto Sanierungen nichts mehr geschehen. Wir wissen auch, dass dieser ganze Plan, Schwerpunktspitäler zu schaffen, derzeit am Bröckeln ist. Und das ist eigentlich enorm dramatisch, was da passiert. Und da hoffe ich schon, dass wir neben der Untersuchungskommission in den nächsten Monaten auch das aufzeigen können, dass wir Sorge haben, dass dieses Gesundheitssystem in Wien ein Stück weit an die Wand gefahren wird. Herr Ritzengruber, Sie sind ganz verstummt in der heutigen Diskussion. Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja nicht gefragt worden. Nein, die Situation, jetzt um die Raumenergetiker wieder hier in den Vordergrund zu spielen. Raumenergie oder Raumenergetik in dem Sinn gibt es so lange, seit es die Menschheit gibt und seit die Menschheit entdeckt hat, Räume für die Menschen zu schaffen. Meistens unauffällig, da diese Geschichten meistens Geheimwissenschaften waren und nur irgendwelchen Potentaten zur Verfügung gestanden haben. Ne? Bauhüttenwesen zum Beispiel, mittelalterliche, wo wirklich dieses Wissen mündlich weitertransportiert wurde.
Die Zeugen stehen heute in Chartres am Stephansplatz und so. Ja. Dann haben natürlich auch Potentaten geomantische Zeichen gesetzt. Geomantie, das ist diese uralte Wissenschaft, die Erdwahrsage-Kunst. Ja. Und da gibt es also wirklich Beispiele, schöne Beispiele, wie Geomantie wirken kann. Schlosspark Schönbrunn. Also dieses Klangfuttergutachten, ja. Meinen Sie, ist nicht Klangfuttergutachten, haben ja. Sie gesagt? Das würde ich, erstens einmal, ich kenne es nicht. Ja. Mhm. Und was ich nicht kenne, kann ich nicht beurteilen. Aber Schönbrunn kenne ich. Und die Symbolik, das gehört ja alles dazu, das ist ja nicht eine singuläre. Also Sie meinen, wenn man das Krankenhaus Nord wirklich richtig raumenergetisch angelegt hätte, es schon einen Sinn gemacht. Zwar nicht für 95.000 Euro. Sicher nicht. Aber wenn vorher. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann würde dort kein Krankenhaus gebaut werden. Weil der Hausverstand und alles, was physikalisch an Problemen da ist, oder? Ich glaube, das Krankenhaus Wien Nord hat kein physikalisches Problem, es hat ein finanztechnisches Problem. Es hat eine gehabt, die Schwingungen der Schnellbahn. Die Kontaminierung. Die Schwingungen der Schnellbahn können es nicht gewesen sein, weil das AKH Wien steht neben einer U-Bahn, was genau dasselbe ist. Eine Kontaminierung war vorhanden, was es gibt, dass man einige Räume schauen hat müssen, dass sie elektromagnetisch abgeschirmt werden müssen. Ganz wenige Geschichten. Cool. Das hat man im AKH schon gemacht. Bitte, das hat nichts mit den Schwingungen, von denen ihr jetzt zu tun. Das gibt es in der echten Welt, das gibt es wirklich, also das ist messbar. Ich bin eher skeptisch bei dem Thema. Ja. Aber angenommen, ich glaube Ihnen das und ich als KV bringe Sie im Krankenhaus Nord ins Spiel oder sonst irgendwo. Ja. Aber wie wollen Sie nachher belegen, dass Sie dort etwas gemacht haben, mit mehr als das müssen Sie mal glauben? Nein. Also die Fragestellung, die wir jetzt da gerade gehabt haben im Raum war, was ist wirklich das Problem dort? Und das ist ein physikalisches Problem, ich sage es noch einmal, aus dem Elektromagnetismus, 16¾ Hertz, so wurde es mir vermittelt und erklärt. Ich glaube, du kannst aber da besser antworten. 16,07 jetzt im Moment. 16,07? Aber Sie meinen, dass dort nie ein Krankenhaus funktioniert? Oder das wird immer furchtbar sein? Oder was ist jetzt eigentlich die Aussage? Medizintechnische Hersteller die Gewährleistung nicht verweigern? Aufgrund dieser Problematik. Darf ich kurz einen Satz vorlesen aus diesen fünf Seiten, die 95.000 Euro gekostet haben? Neben dem Ziel des Erhalts von Gesundheit haben wir dafür gesorgt, dass kranke Menschen in eine Energie gestellt werden, die sie möglichst schnell wieder vollständig gesund werden lässt. Das ist ja sehr löblich, Wahnsinn. Aber es steht nicht drin, wie. Da steht drin, dies ist uns zu unserer großen Freude, hervorragend gelungen, Rufzeichen. Das gesamte Areal ist jetzt in energetischer Sicht ein Heilzentrum, das sämtliche Absichten und Aktivitäten unterstützt, die auf Heilung ausgerichtet sind. Es steht auch nicht drin, wie es gemacht wurde und warum. Woran kann man das messen, ersehen, erblicken, erfahren? Davon profitieren nicht nur die Mitarbeiter und Patienten im Gebäude, sondern auch die Menschen im Umfeld werden positiv beeinflusst. Wie steht auch nicht drin. Es ist okay. Interessant. Es ist ein reiner Schabernack. 95.000 Euro. Wir müssen jetzt in der Umgebung messen, dass dort die Krankheitsrate zurückgeht. Das ist ein messbarer Faktum. Das wäre jetzt die logische Konsequenz daraus. Wenn das der Fall ist, ganz ehrlich, bin ich für alles 95.000 Euro, KV für sowas, das ist eine Zumutung, eine Frechheit und ein Straffall. Das ist ganz klar. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, das sage ich in die Kamera. Nein, das ist KV. Da sind wir uns alle einig. Weil Schulz sind die, die es beauftragen. Aber es ist natürlich ein Wahnsinn. Ja, aber wo unterscheiden Sie den einen Energetiker vom anderen Energetiker? Außer, dass die jetzt 95.000 Euro gekriegt hat, wo Sie sagen, der hat es gut verhandelt. Aber es ist jetzt, der ist kein Energetiker. Wodurch unterscheidet sich er von denen, wo Sie sagen, die sind super? Das ist der Raum, in der versucht, Antwort zu geben. Wie messen Sie das? Woran stellen Sie jetzt fest? Entschuldigen Sie, ich stelle jetzt einen Raumenergetiker vor, den Sie vorher noch nicht gesehen haben. Wie stellen Sie fest, dass der nicht wie der hier ein Scharlatan ist, sondern dass der ein echter, ein ehrlicher, mit dem alten Geheimwissen, wahrscheinlich der Freimaurer und was sonst noch gibt, der das mündlich überliefert gekriegt hat vom Großvater am Totenbett, wo er gesagt hat, schau her, Astor! Wenn Sie das Wort gesagt haben, funktioniert. Bauhüttenwesen Freimaurer, das ist ja sozusagen eine Traditionsentstehung. Sind das nicht die Freimaurer? Das sind mittelalterliche Dombauhüten. Warum nur Herr Wetzlinger schon im Landeskrankenhaus Klagenfurt, der hier eben auf 90 Seiten ersichtlich alle möglichen Untersuchungen und Maßnahmen gesetzt hat,
die, wie Sie sagen, aus dem Bauhüttenwesen stammen, liegt wahrscheinlich schon auch an einem sozialen Umfeld des Herrn Wetzlinger, ohne mehr jetzt darüber zu sagen. Totenfüße wurden gefunden, Pentagramme unter Teppichen. Die Aufträge dann auch hier. Aber die Frage ist, worum soll sich eigentlich die Politik kümmern? Das Steuergeld, um ein Bildungssystem, aber vor allem auch das Steuergeld eingesetzt wird für die richtigen Dinge, sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig. Ach, ja. Und ob der Herr Wetzlinger jetzt Rudenfüße oder sonst was, ist mir völlig wurscht als Politikerin. Mir ist es nicht. Entschuldigung, wichtig ist, dass dort sauber gearbeitet wird, dass dort ordentlich beauftragt wird, dass das Steuergeld nicht verbrannt wird und dass jemand Verantwortung übernimmt, wenn es verbockt ist. Darum geht es mir. Welches Netzwerk? Es geht darum, dass kein internes Kontrollsystem überhaupt nicht eingerichtet wurde, dass Vergabe freihändig gegeben wird. Das wollen wir klären. Das System SPÖ Wien ist schuld. Ein Milieu, wo man einfach Freunde wirtschaftet, aber das hat aber nichts mit Rudenfüßen zu tun, sondern ehrlich gesagt nur mit Machterhalt. Wo man einfach Freunde wirtschaftet und lässt sich auch am Boden für Korruption begünstigen. Weil ehrlich gesagt, in vielen diesen Dingen frage ich mich, wo war die Leistung und wer hat eigentlich da profitiert davon? Und das werden wir hoffentlich klären. Die Wirtschaftskammer. Immer dieselben Freunde. Meine Herren und meine Damen, wir sind leider am Ende unserer Zeit angekommen. Es wäre noch viel Potenzial, Diskussionspotenzial. Ich mache Ihnen, ich weiß, jetzt werden es gleich wieder die Augen rollen, Herr Gruber, ich mache Ihnen jetzt nicht zum Vorschlag zum Schluss, einen Energiekreis zu bilden, sondern verabschiede mich ganz konventionell von Ihnen auf OE24 TV. Machen Sie es gut und danke fürs Zusehen. Wiedersehen.